Schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch gerne heute zeigen, wie man aus Hefeteig schöne kleine herbstliche Igel zaubert. Ihr werdet sehen, wie leicht das ist. Hat einen super Effekt, kann man toll verschenken, kann man als Deko an die Teller legen oder einfach für die Kinder vielleicht. Da schmeckt das Brötchen gleich doppelt so gut. Ich habe dafür einen süßen Hefeteig gemacht. Video dazu verlinke ich euch natürlich total gern. Es geht ja auch ratzfatz. Dann habe ich hier Haselnüsse für die Augen. Ich brauche ein bisschen Mehl zum Bestäuben meiner Arbeitsfläche. Natürlich einen Teigschaber und eine Küchenschere. Genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Und zwar werde ich jetzt mal diesen schönen Teig, der wunderbar gegangen ist, auf meine Arbeitsfläche rollen. Und dann werden wir aus diesem Teig einfach mal Stückchen machen. Brötchen groß. Weil das geben unsere Igelbrötchen. Erstmal mehle ich meine Fläche jetzt ein bisschen ein, damit mir der Teig nicht anbackt. Sehr schön. Richtig toller Hefeteig. Der ist jetzt natürlich auch schon gegangen. Ich denke, wir bekommen da so circa 7-8 Igelchen raus. Das heißt, wir machen jetzt aus jedem Teig 4 Stücke. Jetzt geht's los. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist, aus diesen Stücken ein Oval zu formen. Das wird die Grundform von unserem Igel. Ja, dann könnt ihr auch nochmal durchkneten den Teig. Ja. Dass der schön hält. Dass ihr ein schönes Brötchen habt. Dass ihr ein schönes Brötchen habt. Und dieses Brötchen bringt ihr dann in Tropfenform. Ein Tropfen. Das macht ihr jetzt erstmal mit allen Brötchen. So, als nächstes bekommt unser Igelchen Augen. Die drückt ihr einfach hier rein. Schön tief. Wie gesagt, das Ganze backt ihr auch noch auf nachher. So, wenn das erledigt ist, markieren wir eine Trennung zum Körper. Also zwischen Augen und Kopf, wo die Stacheln dann anfangen sollen. Ja? Da schneidet ihr mit einem Messer oder hier einem guten Teigschaber das mal so ein bisschen ein. Ruhig ein bisschen tiefer, das backt ja wie gesagt hinterher noch auf durch die Hefe. So, das war ja jetzt alles easy peasy und jetzt kommen die Stacheln dran und das geht auch so leicht. Dafür brauchen wir nämlich die Schere und ihr schneidet praktisch diese Zacken jetzt einfach da rein. Seht ihr das, wie einfach das geht und wie toll das aussieht? Könnt ihr jetzt, wenn ihr wollt, noch mit einem Ei bepinseln. Das ist so ein bisschen glänzt mehr, müsst ihr aber nicht zwingend. Ich würde es jetzt einfach mal aufs Blech setzen und dann backt ihr das bei Ober- und Unterhitze 200 Grad, so roundabout 18 Minuten, also zwischen 15 und 20, je nach Ofen.